So, meine Freunde, ich habe mal eine ganz kleine Info. Leider ist diese Folge komplett ohne Game Sound. Ich weiß nicht genau, warum OBS keine Lust hatte, das aufzunehmen. Und von der nächsten Folge fehlt leider auch ein wenig. Da bin ich ganz froh, dass die Aufnahme nicht ganz so lang war. Gut, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Mein dummes Gelaber hört ja trotzdem, auch wenn man das wahrscheinlich meistens ausschaltet, aber egal. So. Dann viel Spaß. So, da sind wir wieder in Salaris Bar. Wir sollen jetzt den. Bin ich ganz sicher, Bruder was? Den verdammten Glückspilz auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten. Gucken wir, wo hinten wieder einer sitzt. Ein schönes in der Zeitung. Geht. Okay. Ah, er ist sauber. Gut. Aus. Hey, Ralfi, was ist los? Ah, Ralfi. Hallo. Ralfi. Okay, wir gehen erstmal gucken, ob es ein paar schöne Waffen für uns gibt hier. Ah. Okay. Okay. Ich krieg einen Colt oder was? Bitte. Alfie jetzt was für uns? Ja, wir können bloß Autos entfernen, also schnappen uns mal eins. Ja, wir nehmen. Und zeig mal. Aber wir fahren mit dem her. Das ist schön schnell. Ja. Ja, da habt ihr gar keinen überfahren. Bis jetzt. Heute. Die Mission schon verdammter Glückspilz, hey, habe ich das Gefühl. Also einfach nur hinten über den Tunnel. Ja, durch den Tunnel. Na gut, dann werden wir mal sehen. Aber wie gesagt, wenn die Mission schon verdammter Glückspilz ist, nehme ich an, hier geht irgendwas gigantisch schief. Davon ist jetzt im Moment schwer auszugehen, ehrlich gesagt. Guten Tag, ich muss immer lang. Tschungu.
Und wir schon wieder die Pullerei. Aber wir sind eigentlich. Weg ist ja hier noch recht angenehm. Und ihr könnt ruhig den Ticken schneller fahren, Leute. Na gut, nächste rechts rein. Jetzt ist wieder rot, ey. Und dann nach der nächsten Wehrstraße sind wir schon da. Guck mal, steht da ein Auto davor. Und die Straßenseite, ja. Ja, mach keinen Stress, Pauli. Na, mal gucken, ob das klappt. Ah, geht 100 Pro der Falsche ans Telefon oder so. Aber ne, das müsste doch sein eigentlich. Okay. Ja. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt, ich hab's gewusst. Hallo. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Oh oh. Oh, Telefonzelle ist kaputt. Olli? Ah. Na gut, tschüssi. Das ging ja mal richtig gründlich in die Hose. Ey. Fuck. Oh Mann, 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 Mann. Scheiße, aber jetzt ist er ja gewarnt, ne? Es ist natürlich umso schwerer, ihn irgendwo anders zu erwischen. Ja, mal sehen. Schön, muss ich mal lang. Ups. Schaffen wir es vor der Bahn, 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 wir schaffen es, juhu. Bin hier mal gespannt. Wenn wir das jetzt bis zur Salerie erklären.
Alfie? Da was zum Einparken für dich? Also, das ist der, den wir vorhin schon hatten. Ich hab gar nicht gemacht. Ha? Oh, sollte die Bombe vielleicht mitnehmen? Das geht so dermaßen in die Hose, wetten? Ich will gar nicht wissen, welchen wir jetzt töten. Hey Ralfi, was machst du da? Mit was fahren wir denn heute? Welchen Wagen? Oh, wir fahren halt mal wieder mit dem Quietsche Engine. Jupp. So, verdammter Glückspilz. Schon wieder. Ich bin mir so sicher, dass er das schon wieder überlebt. Wir müssen oben lang, auf jeden Fall. Na gut, hoffen wir mal, das klappt diesmal. Kiste. Ja, Leute, ihr steht im Weg. Guten Tag, Herr Polizist. Wollt ihr mich jetzt wegen Geschwindigkeitsüberschreitung rankriegen? Ich meine, ich bin über den Fußweg gefahren, ne? So ignorieren wir das einfach mal. Die Zeit. Oh, Blödsinn. Ich muss ja mal durch, danke. Eierschalenfarbene Autos sind wohl scheinbar sehr beliebt immer. Wir fahren hier gleich rechts und dann immer der großen Straße nach. Schön. Entschuldigung. Entschuldigung. Genau, dann nehmen wir hier nach. Nee, abbiegen! Warum mal. Na, keine Zeit für deinen Blödsinn. Können wir jetzt auch klauen? Vorne fährt ein bisschen Polizei, oder? Ach, komm ab. Hat der jetzt eigentlich was für uns, wenn wir hier zu ihm fahren? Wollen wir mal reingucken, oder? Oh, er hat auch so ein Airstream, heißt er, glaube ich, oder? Okay. Na gut. Die Kisten auch tragen. Nein,
Na gut. Machen wir weiter. So ein ganzes Stück. Wir können jetzt der Straße folgen. Ja, bis wir wieder auf die Bahn treffen. Also das zweite Mal. Dann müssen wir mit der Bahn abbiegen. Genau. Das kriegt man hin. Das schaffen wir. Ich bin immer noch begeistert von der Map. Von der Welt, in der wir uns hier bewegen. Ich bin falsch gefahren. Egal. Komm mal halt hier lang. So, geht auch. In der Welt, in der wir uns hier bewegen. Das ist für die. Ich meine, das Spiel kam 2002. Und war für die PlayStation 2. Und für die Möglichkeiten, die PlayStation geboten hat, ist das ja schon gigantisch. Also da kann man echt nicht meckern. So, hier müsste ja irgendwo so ein Sportflitzer rumstehen. Ja. Huse. Guten Tag. Nichts. Warum hat er jetzt eigentlich auf mich geschossen? Das war so nicht geplant. Oh nein, komm schon. Soll ich den ganzen Weg jetzt echt nochmal fahren? Oh Mann. Das ist ein bisschen nervig. Ja, die Klappe. Okay. Und bei unten rum schneller sind. Das glaube ich nicht. Future Engine Party, aber. Da vorne fährt noch ein Bullenauto. Ach, wir müssen ja eh oben über der Brücke. Ah, ne, wir können unten lang. Guten Tag, meine Herren. Ich muss ja mal vorbei. Dankeschön. Na ah, Mann. Also wir müssen den erstmal irgendwie weglocken. Oder kurz warten. Vielleicht geht er von alleine weg. Ich muss immer lang. Dankeschön. Nee, nicht. Mach Downtown bitte. Auto. Hat er gesehen. Nö, jetzt rennen wir über die Straße. Was?
Na dann, da oder? Guten Tag. Die kommen da jetzt alle nicht mehr weg, das heißt, wir müssen uns davon erstmal ein Auto besorgen. Und da fährt eine neue Quietschende. Und weg war's dann. Au! Auto. Der parkt aber nirgendwo eins, ne? Da kommt ein Auto. War jetzt ein bisschen doof. Aber ja, steht. Ach, komm schon. Muss ja mal ein Stück. Hä? Der Tank ist leer. Das ist ja nicht wahr, ey. Warum jetzt halt Polizeiauto? Das ist unglaublich, ey. Klauen wir einmal ein Auto. Einmal! Ne? Steht erst 2 Meter... Da hinten ein Polizist, ja? Dann ist 5 Meter weiter. Danke, Lea. Ist doch unglaublich. Ich muss ja mal sagen, danke schön. Ich bin Polizist, ich darf das. Oh Mann. Ups. So. So, mal gucken, das wird denn irgendwie loswerden hier. Leere Hände. Warten einfach mal, gucken einfach mal, was er macht. Beobachten das Ganze mal. Ne? Oder vielleicht können wir wieder anrufen. Nein. Na gut, dann warten wir mal hier. Und ist er fertig mit Rauchen? Geh da rein. Komm, weg hier. Leider falsche. 100%. Oh Mann. Ups. Ja, bester Witz. Bester Witz. Ah, zu wenig sparen, sonst zurückfahren.
Aber ob das eine Strafe ist, dass wir bloß fahren sollen? Rainbow Garden, das müsste auch auf der... So, wir fahren Tunnel und Brücke. Macht das Schiff da hinten. Oh, Bordi, erzähl mal was. Ja, Augen auf. Nee. Luft noch alle wie irre. Ach, komm schon. Ja, hat doch gar keiner gesehen. Alles. Ja, danke schön. Hat schon das rumgegurken, ne? Ups, Entschuldigung. Ach, guck mal, die Kollegen. Na, moin. Uns vorbei. Schön. Mann. Und hier rum. Zack, danke. Oh, das geht so in die Hose. Wetten? Ach man! Wir müssen los! Entschuldigung! Wir hätten ein schnelleres Auto nehmen sollen. Ah! Die sind hier auf dem Polizeiauto, ne? Gott, was für ein Trottel hat denn dort sein Auto kaputt gemacht? Das, Oh, bitte nicht die ganze Strecke nochmal. Bitte, 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 bitte. Oh, danke schön. Kamera, Dankeschön.
Oh! Ach. Gucken, wie wir die loswerden, ne? Ups, Entschuldigung. Irgendwie will das Auto nicht mehr so richtig. Ja, Herr Polizist? Wollen Sie nicht mal was tun? Und wenn ich jetzt aussteige und schieße, ne? Oh, da war noch ein Mann. Okay. Wir hätten doch ein schnelleres Auto nehmen sollen. Okay, erst ein paar Meter wegfahren und dann... Sie sind so schnell in ihrer Dreckshütte. Ja, Pauli? Er ist noch gar nicht gestohlen. Also machen wir einen Kopf zu. Was wird das denn? Ein jetzt. Weg hier. Ei. Packt denn sein Auto so? Alles. Haben die so mit der Kurve? Oh, passt schon. Das heißt, wir haben jetzt einen dritten Versuch, starten, den umzulegen. Ey. Unglaublich. Das hat es auch noch nicht gegeben, ey. Vorsicht, der geht doch aus dem Weg! Meine Güte, ey. Dachte ich gerade, ich wäre schon wieder im Bullenauto, ja.
Aber war nur ein Taxi. Ein 5-Sterne-Hotel ist das hier? Aha. Das stört die Polizisten also nicht. Na gut. Komm, lass mich durch hier. Oh Mann, was eine Flinte. Ah, die Klappe. Sollen Sie den wohl vorm Zug stehen lassen? Mal gespannt, ob das klappt. Aber ich vermute mal, ja, nee. Ah, wo bleibt er denn? Aber wie passend das kleine Zug kommt, ne? Ach so. Na gut. Na, ist seine Glückssträhne jetzt vorbei, oder? Da müssen wir noch eingreifen. Hallo. Oh. Das war so zu erwarten. Wär's mit einem schnellen Auto gewesen? Entschuldigung. Ja, genau. Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich muss ja mal, bitte, danke. So, wo sind wir jetzt lang? Ja, dann gut.
Dann gib Gas. Ruhig ein schnelleres Auto haben können. Ein Glückspilz. Gib Gas. Ja, dann mal gleich. Und so. Ja, sein Auto ist natürlich viel, viel schneller, ne? Mit denen verfolgen die nicht, oder was? Ja. Jakob quälen, fuck. Ah, Mann. Ob da irgendwo stehen bleibt irgendwann? Ich habe eigentlich keine Zeit für euch, Polizisten. Ja, genau. Unglaublich. Ich muss da mal irgendwie hier lang. Hallo, Herr Polizist. Ups. Okay, wir müssen vielleicht versuchen, dass der eine Bulle uns nicht catcht. Also kurz ans Tempolimit halten. Bei dem wären wir so schnell nicht mehr los, ne? Diesmal ist aber schnell hier hochgekommen, ja. Shit. Schön unfair, dass sie nur uns jagen, ne? Ja, keine Zeit zum Bremsen. Geht berghoch. Ah, komm schon. Da hat er bestimmt ein Ziel. Nein! Fuck! Wir werden doch bestimmt irgendwo den Bank ganz bequem erledigen. Scheiße, jetzt geht Bank hoch! Oh, gib Gas! Komm schon! Ja, da drängelt schon einer hinter mir, weißt du?
Zeit für dich. Komm, geh woanders spielen, Mann. Wo denn da hin? Ach. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ja, ja. Die Mission ist das. Okay, nice. Nein. Hab in der Schrotflinte auf mich geschossen. Okay, hier gibt es eine ganze Menge Gegner. Aber da drüben hat er noch eine Thompson für den Muni. Eine Pumpe. So, ich weiß auch, dass es ja auch einige Medipacks gab, aber... Wie gesagt, auch sehr, sehr viele Gegner. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Ich mach da gar nichts. Auf den blöden Türmen da oben sind Sniper. War da noch einer, oder? Ja, bloß noch 14 Schuss. Und die Thompson. Eieieiei.
Shit. Okay, brauchen wir irgendwo ein paar Leben her. Wie dies? Scheiße. Ich dachte, es gibt zwei Medis. Da hinten schießt der Sniper. Ah, fuck! Ja. Ich weiß ja eigentlich, wo ich hin muss, ne? Eigentlich kann ich mir das hier hinten rumrennen ja sparen. Und Vierer, ne? Ein Schuss nachladen. Da also haben wir da eben Magazin. Blöder Penner. Muss da irgendwo Medis geben? Fuck. Ach, halt die Klappe. Nein. So, ich weiß, hinten sind irgendwo Baracken. Da gab es auf jeden Fall Medis. Ich glaube, da hinten.
8 Schuss bloß, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Oh, Medis. Das muss sogar voll sein wieder, ne? Jawohl. Okay, in der Halle ist er drin. So, ich weiß natürlich inzwischen, wie es geht. Nein! Fuck. Scheiße, als ich das erste Mal gespielt habe, wollte ich eigentlich sagen, habe ich ungefähr fünf Tage gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie es geht. Fuck. Der eine Pisser uns gerade fünfmal. Scheiße. Man da drauf kommt, ne, dass man hier und dann wir noch Bremsen lösen oder so. Ah. Okay. Oh. Dann haben wir irgendwie ganz falsch geschickt. Ups. Ach, ich Idiot, ey. Gab hier irgendwo noch mehr Leben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo. Scheiße, 15 HP, fuck. Ich glaube, wir müssen hier in der Halle kleiner kämpfen. Oh Mann. Musst du gleich sehen.
Ja, werden wir sehen. Ich persönlich würde ja da 2 Meter weiterlaufen, ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ja, genau, müssen nämlich immer noch kämpfen jetzt, ja? Oh Mann, mit 15 fucking HP, wir waren voll, ne? Wir waren fucking voll. Na gut, noch ein HP. Wenn da irgendwo ein paar Medis gibt. Mal ganz von vorne an, habe ich recht. Oh, nee. Ja, aber wieder mit die 15 AP. Ah, Spitze. Au! Oh, fuck. Ja, mit den 15 AP sind das echt Mist, ne? Ja. Ja, jupp. Nicht mehr ganz so, aber jupp. Oh, well. Was? 11 HP. 11 fucking HP. Ach, komm schon, muss ich jetzt rauslaufen? Hinten war ja auch ein Ausgang mit Auto, ne? Hat sich Thompson weggeschmissen? Nee. Na egal.
Was soll das? Also. Das Auto so langsam? So? Warum sind die Hütte so langsam? Ich glaube, die Automatik ist auch. Das. Praktisch im dritten Gang losgefahren, ne? Kann ja mal passieren. Du bist schuld. Oh Mann. Gar keinen. Dünne.